Ajax Amsterdam hat sich eine komfortable Ausgangssituation für das Rückspiel in der Champions League-Qualifikation gesichert. Gegen Dynamo Kiew gewannen die Niederländer mit 3:1. Hier findet ihr eine Übersicht über die Quali-Spiele am Mittwochabend. Ajax Amsterdam, Dynamo Kiew 3:1, 3:1, die Highlights im Video. Tore 1:0 Van de Beek, 2. 1:1 Kanjoura, 16. 2:1 Ziyech, 35. 3:1 Tadic, 43. Ajax sorgte schnell für klare Verhältnisse. Die Niederländer kontrollierten das Geschehen und spielten druckvoll nach vorne. Ob der Dominanz Amsterdams hätte Kiew durchaus mehr Gegentore kassieren können. Torhüter Boyko und das Aluminium retteten aber mehrmals. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer für Kiew resultierte etwas glücklich nach einem Eckball, tat der Ajax-Dominanz jedoch keinen Abbruch. Bereits vor Anpfiff der Partie kam es zu Ausschreitungen vor der Johan Cruyff Arena, als Ajax-Fans mehrere Feuerwerkskörper zündeten. FC Videoton, AEK Athen 1:2, 0:1 Die Highlights im Videotore, 0:1 Klonaridis, 34. 0:2 Bakasetas, 49. 1:2 Lazovic, 68. Rot Husti, 23. Videoton, Bakasetas, 53. Athen in der Groupama Arena im ungarischen Budapest stand vor allem einer im Mittelpunkt, Schiedsrichter Roggi. Der Italiener zeigte dem ehemaligen Frankfurter und Hannoveraner Husti die rote Karte, nachdem der Mittelfeldspieler seinem Gegenspieler in einem normalen Zweikampf auf den Knöchel getreten war, bei weitem kein Platzverweis. Roggi sorgte jedoch in der 53. Minute für ausgleichende Gerechtigkeit, als er auch Torschütze Bakasetas zu Unrecht vom Platz stellte, ähnliche Situation wie bei Husti im ersten Durchgang. Die Ungarn dürfen dank eines Klasse-Assists von Spielmacher Kovac noch vom Weiterkommen träumen. Young Boys Bern, Dynamo Zagreb 1:1, 1:1 Die Highlights im Videotore 1:0 Mbabu, 2. 1:1 Orsic, 40. Champions League Qualifikation. Die Hinspielergebnisse: bereits am Dienstag bestritt der FC Salzburg sein Hinspiel gegen Roter Stern Belgrad. Die Hinspielergebnisse auf einen Blick. Heimgastergebnis bei Borisov PSV Eindhoven 2:3 Benfica SLPAOK 1:1 Roter Stern Belgrad FC Salzburg 0:0 Ajax Amsterdam Dynamo Kiew 3:1 FC Videotonik Athen 1:2 Young Boys Bern Dynamo Zagreb 1:1 Werbung Werbung